Für das heutige Marktgeflüster habe ich ganz tief in meine Glaskugel geguckt und will eine Prognose abgeben über das, was mit den Zinsen, mit der Inflation, mit der Wirtschaft und schließlich auch mit den Aktienmärkten passieren wird. So eine Art Fahrplan. Und jetzt hat die Zukunft natürlich die unschöne Tendenz, unsicher zu sein. Und natürlich kann ich mit all dem, was ich Ihnen da jetzt erzähle, auch total daneben liegen. Aber es soll vielleicht ein bisschen anregen, zum Reflektieren anregen. Sie sehen es vielleicht komplett anders, völlig legitim, klar. Sie können sagen, das ist alles total falsch, was ich sage, aber ich denke, ich versuche hier eins und eins zusammenzuzählen aus dem, was wir wissen, was wir an Daten haben, wie die Tendenz dieser Daten ist und wie sich die ganze Geschichte entwickeln könnte aufgrund dieser Daten. Und das wollen wir mal starten. Zunächst mal mit den Aktienmärkten anfangen. Hier hat jemand geschrieben, Mensch, ich gucke Ihre Videos an, aber Sie geben derzeit keine Schlussfolgerungen für die künftige Marktbewegung und aktuelle Botschaft, wenn die Zinsen fallen, eigentlich gut für die Märkte, aber schlecht, weil Rezession. Bleiben die Zinsen oben, schlecht für die Märkte, aber eher keine Rezession. Naja, ganz so will ich es nicht sagen, aber richtig ist, ich hatte zuletzt eher eine bullische Haltung gezeigt, insofern eher aus mechanischen Gründen, denn die Stimmung war sehr negativ. Market Maker, Short abgesichert, viele Short-Positionen, viele Puts und dann passiert meistens das Gegenteil. Da kommen Daten, die das negative Sentiment widerlegen. Dann geht es nach oben, dann müssen alle wieder eindecken und genau das haben wir gesehen. Das ist die kurzfristige Situation und die Aktienmärkte können noch weiter steigen. Gar keine Frage, aber mittel- bis langfristig glaube ich, dass das sehr schwierig werden wird. Und warum, das will ich jetzt schlichtweg mal zeigen, denn das ist das Ergebnis aus meinem tiefen Blick in die Glaskugel. Ich denke, dass die Zinsen absehbar hoch bleiben und zwar ziemlich lange hoch bleiben, selbst wenn die Wirtschaft sich weiter abschwächt und wir in eine Rezession fallen. Denn einer der zentralen Gründe ist, dass wir jetzt die Preis-Lohn-Spirale sehen. Früher hat man ja von der Lohn-Preis-Spirale gesprochen und so. Jemand wie Heiner Flassbeck, der sagt, ja, Inflation kann gar nicht entstehen ohne steigende Löhne. Es ist in dieser Welt jetzt genau andersrum. Wir haben zuerst eine Inflation und dann steigen die Löhne. Und genau das sehen wir jetzt. Wir sehen UPS mit absurden Löhnen dieser Paketlogistiker. Wir sehen hier die Autogewerkschaften in den USA, Lohnforderungen von über plus 40%, aber auch in Deutschland sehen wir durchschnittlich knapp 7% Lohnsteigerungen und das bedeutet, dass neben der Energie, die jetzt wieder teurer geworden ist, vor allem die Kosten für die Unternehmen steigen. Die Arbeitnehmer sind das teuerste, was ein Unternehmen so hat. Allerdings, wir haben latenten Arbeitskräftemangel. Insofern können sich die Arbeitgeber dem nicht ganz entziehen, werden auf große Teile dieser Forderungen eingehen müssen. Das aber bedeutet, dass eben die Kosten für ihre Produktion oder ihre Dienstleistung steigen. Und das trifft jetzt auf immer schwächer werdende Konsumenten auf der anderen Seite, die die Zinsbelastung, die mit einem verzögerten Effekt eintritt, immer stärker spüren. Viele werden dann nicht mehr mitkommen können, diese höheren Preise, die Unternehmen aufrufen, weil ihre Kosten vor allem durch die Preis-Lohn-Spirale gestiegen sind, nicht mehr mitgehen, können da nicht mehr kaufen, mit der Folge, dass die Nachfrage sinkt. Dadurch sinken die Gewinne und Margen der Unternehmen. Und jetzt kommt eben das Entscheidende auch für die Aktienmärkte. Die Notenbanken werden sehr, sehr lange warten, bis sie die Zinsen senken. Erstens, weil diese Inflation, vor allem die Kerninflation, strukturell hoch bleibt, auch durch die Faktoren eben Arbeitskraft, der Mangel, Ausstieg aus fossilen Energieträgern, also die Greenflation und eben dann auch eine gewisse Entkoppelung der Weltwirtschaft. China, USA, China, Europa ist das Stichwort. Und außerdem, weil die Notenbanken eben noch sehr stark, vor allem die Fed, sehr stark aus den 70er, 80er Jahren geprägt ist, als die Wirtschaft nach unten ging, die Fed dann die Zinsen gesenkt hat und mit der Folge, dass die Inflation dann wieder deutlich angestiegen ist, zwischen 73 und 79, also schon vor der Revolution im Iran. Und hier nochmal vor allem die Konsumenten in den USA betreffe, und das ist dann auch wiederum für die Weltmärkte wahrscheinlich das Entscheidende. Warum das Ganze so sein wird, will ich jetzt nur kurz aufzählen, hatte ich schon zweimal gezeigt. Die Ersparnisse aus der Corona-Zeit, die sind jetzt verflüchtigt. Wir sehen immer mehr Zugriff auf Kreditkarten, also die Leute finanzieren ihren Lebensstandard auf Pumpe jetzt zu immensen Kosten von über 20% auf ihre Kreditkarte, weil sie die Inflation versuchen zu kompensieren. Dementsprechend sehen wir einen Anstieg der
Kreditkartenausfälle, der sehr klar erkennbar ist. Wie jetzt kommt noch diese Student Loans dazu ab Oktober. Die Leute plündern schon ihre Sparpläne für das Alter, die 400k, das ist das, was man sieht. Dann sehen wir, dass die Banken ihre Kreditvergabestandards praktisch deutlich verstrengen, deutlich weniger Kredite bereits vergeben. Alles, was mit Housing zu tun hat, Kosten steigen, Baukosten sind gestiegen, alles Miete gestiegen. Und wir sehen ja schon Abstufungen etwa der Banken durch Moody's. Wir sehen die Rekordanzahl seit der Finanzkrise von Bankrotten auch größerer Firmen. Und dann eben der Punkt, dass Zinsen mit Verspätung wirken. Dazu gleich mehr, aber eins sehen wir jetzt schon. Wir hatten ja eine lange Zeit sehr gute Daten aus den USA. Jetzt wird das immer schlechter. Das hier, der City Economic Surprise Index hier auf der linken Seite oben, das ist noch vor den heutigen Daten, die auch schwächer waren als erwartet. Die Wirtschaft kann problemlos solche hohen Zinsen verkraften. Nein, es beginnt jetzt zunehmend eben wirklich aufzuschlagen und dass die Renditen fallen. Und das ist der Grund, warum auch die Aktienmärkte jetzt feiern, weil eben die Konjunkturdaten schlechter werden, sagt man sich, naja, dann ist die Fed auch fertig und andere vielleicht fertig mit der Anhebung der Zinsen. Und aus meiner Sicht sind wir jetzt in einer Phase, wo man noch hofft und feiert, dass die Zinsen vielleicht nicht mehr steigen. Und kommen dann in eine Phase, wo man sagt, naja, Zinsen sind gar nicht das große Thema, sondern das Thema ist die Wirtschaft, die ein richtiges Problem bekommt. Und dann entsteht ein Time Gap, eine Zeitlücke zwischen der immer schlechter werdenden Wirtschaft und der Bereitschaft der Notenbanken aus den genannten Gründen wirklich die Zinsen zu senken. Hier sehen wir mal, da mache ich es noch einmal, nein, meine Damen und Herren, hier sehen wir unten in der Grafik nochmal, City Economic Surprise Index mit der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe läuft meistens parallel. Deswegen fällt ja die Rendite, was für die Aktienmärkte erstmal eine Freude ist. Aber diese Zinsen haben unglaubliche Effekte, nämlich Zinseszinseffekte. Vor allem, wir haben heute die Meldung, die Fed wird jetzt gerade bei Regionalbanken Abschreibungen verlangen. Das heißt, die sind ja vor allem in diesem Commercial Real Estate Bereich tätig. Da muss man Wertberichtigungen vornehmen. Das ist hier in Europa jetzt schon passiert. Hier die EZB hat Banken gedrängt, etwa dass die Kredite bei René Benko, dass man hier Abschreibungen vornimmt. Wir haben die Meldung gehabt, jetzt kürzlich auch Adler Group hier aus Deutschland mal eben 13,5% praktisch den Immobilienbestand wertgemindert innerhalb nur von 6 Monaten. Und hier sehen wir nochmal paradigmatisch die Verzögerung des Zinseszinseffektes oder des Zinseffektes, genau gesagt, nicht des Zinseszinseffektes. Nämlich, wir sehen, aktuell ist die 30-jährige Mortgage Rate, also die Hypothekenzinsen, wer jetzt also ein Haus kauft und das finanziert über 30 Jahre, der zahlt aktuell 7,5%. Jetzt zahlt aber der Durchschnittsamerikaner derzeit noch Zinsen, Hypothekenzinsen von 3,6%. Warum? Weil die großteils noch eben in Niedrigzinsphasen diese Schulden aufgenommen haben und das dauert, bis das sozusagen wieder anschlussfinanziert wird, aber je mehr Zeit ins Land geht und die Zinsen hoch bleiben, umso schwieriger wird das. Wir sehen, dass das jetzt schon wieder ein bisschen nach oben getickt ist, nämlich diese effektive Mortgage Rate, und die wird auch weiter steigen und damit wird der Schmerz dann immer greifbarer. Jetzt haben wir heute Konjunkturdaten bekommen, ich habe es vorhin angesprochen, das BIP aus dem zweiten Quartal ist ein bisschen schon Schnee von gestern, 2,1%. Erste Veröffentlichung war ja 2,4%. Der Trend klar erkennbar. Alles wird später dann abwärts revidiert, was aus den USA von Regierungsdaten kommt. Das scheint so ein bisschen schon dem Wahlkampf geschuldet zu sein. Die Arbeitsmarktdaten, die frisch ja reinkommen jetzt am Freitag, sind in jedem Monat des Jahres runterrevidiert worden. Es gilt auch für andere Daten. Und dennoch sehen wir hier, dieses Quartal könnte auch noch sehr stark sein, auch wenn ich denke, dass diese 5,9%, die Atlanta Fed hier aufruft, natürlich zu hoch sind. Aber das könnte schon ein Problem werden, auch für die Notenbank zu sagen, wie können wir da Zinsen ansenken in einem solchen Umfeld. Oder auch nur dran denken. Dann hatten wir heute ADP-Arbeitsmarktbericht. Ticken schwächer, 175.000 neue Stellen statt 195, aber der Vormonat von 324 auf 371 nach oben revidiert. In der Summe sind das dann mehr neue Stellen, wenn man den Vormonat mal mit dazu rechnet. Und hier sehen wir,
dann auch etwas sehr Interessantes. Wir sehen, dass der Wachstum der Löhne sich schon beginnt zu verlangsamen. Und zwar für diejenigen, die in ihrem Job bleiben, die haben 5,9% Lohnwachstum. Das wäre ja derzeit mehr als die Inflation. Und diejenigen, die den Job gewechselt haben, haben 9,5% Wachstum. In Deutschland etwa sehen wir die Reallöhne auch wieder positiv, 6,6%. Also das geht nach unten, aber wie weit wird das nach unten gehen können? Hier sehen wir auch eben mal die Job Openings, also die JOLTS, die gestern ja von den Aktienmärkten so gefeiert wurden. Die sind runtergegangen, ist erstmals seit 2021 unter 9 Millionen, aber wir sehen Unemployed, das sind immer noch viel, viel weniger. Das heißt, wir haben immer noch 1,5 Jobangebote auf einen Arbeitslosen und das zeigt diesen strukturellen Arbeitskräftemangel, der wiederum dafür sorgt, dass die Löhne hoch bleiben. Arbeitnehmer sind ein seltenes Gut. Man muss nicht jede Arbeit annehmen, man kann sich teilweise aussuchen angesichts der demografischen Entwicklung. Das bedeutet, dass eben der Lohndruck hoch bleibt, dadurch bleibt der Kostendruck hoch. Auf diesen Kostendruck reagieren die Unternehmen latent mit eher Preissteigerungen als Preissenkungen. Dadurch bleibt die Inflation hoch, was wiederum die Notenbanken veranlasst, die Zinsen nicht senken zu können, auch wenn dann die Nachfrage immer geringer wird, weil die Preise ebenso hoch sind. Und das, was die Inflation wirklich nach unten bringt, ist eine Rezession, nämlich eine solche Rezession, die dann wirklich auch zu steigenden Arbeitslosenzahlen führen wird. So unschön das ist, aber erst dann, wenn die Leute wirklich in größerer Zahl Arbeitslosen werden, dann dürfte die Rezession sinken. Jetzt kommen wir mal so ein paar Einzelbeispiele, anekdotisch zugegeben. Hier Tesla zum Beispiel. Guggenheim hat Tesla heute auf Sell abgestuft und der sieht ein 30% Abwärtsrisiko, weil man sagt, naja, die könnten die Margen verfehlen. Bei Elektrofahrzeugen sehen wir derzeit ja so einen Preiskrieg und vor allem die Nachfrage bleibt relativ schwach, weswegen Tesla offenkundig seit Beginn dieses Quartals sehr viel Lagerhaltung aufgebaut hat. Das heißt, Tesla senkt die Preise, weil man muss, weil eben die Nachfrage gar nicht so groß mehr ist, gerade weil zum Beispiel in Europa Subventionen teilweise weggefallen sind. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, der aus meiner Sicht sehr wichtig ist und das Übergeordnete zeigt. Genauso wie etwa bei HP, die heute ihre Zahlen gemeldet haben. Es sind um 8 oder 9% gefallen, ist die Aktie, weil man vor allem gesagt hat, die Nachfrage nach PCs, die ist schwach, viel schwächer als wir gedacht haben. Man hat vor allem beim Geschäft in China, sagt man, da ist die Nachfrage noch viel stärker eingebrochen, als wir uns vorgestellt haben. Und dann haben wir auf der anderen Seite solche Unternehmen wie Visa und Mastercard, also diese Kreditkartenanbieter. Und ich hatte gestern ein sehr gutes Video gesehen von einem Charttechniker, der sagt, ja, schaut euch mal Visa und Mastercard an. Die Aktien steigen und steigen. Da kann doch keine Rezession kommen. Aber warum steigen die? Weil eben diese Unternehmen ihre Gebühren anheben. Das wird für viele Einzelhändler dann weitere Kosten verursachen. Auch das wieder latent inflationär. Also wir sehen, das hängt alles, hängt mit natürlich allem zusammen. Und wenn wir schon China angesprochen haben, wir haben jetzt Zinssenkungen gesehen, wir haben die Senkung der Stempelsteuer gesehen, wir haben Überlegungen, ob man Short-Leerverkäufe verbieten soll. Wir sehen, dass erstmals die Hypothekenzinsen für Hypothekenkredite im Volumen von 5 Billionen Dollar faktisch gesenkt werden. Wir sehen, dass der Immobilien-Real-Estate-Index, nämlich der Junk-Bond-Index für Immobilien, 82% gefallen ist in 2 Jahren. Wir sehen, dass die Banken jetzt die Deposit-Rates das dritte Mal senken. Evergrande hat Insolvenz angemeldet, heute Country Garden, das andere Immobilienunternehmen mit einem Verlust von über 6 Milliarden Dollar alleine im zweiten Quartal. Und dennoch steigen die Aktienmärkte noch. Warum? Weil eben dieses shortige Sentiment so da war. Vermögensverwalter NAIM plötzlich komplett abgestürzt, unterinvestiert. Wir sind die Privatanleger deutlich weniger euphorisch. Wir sind die Market Maker Short abgesichert, Put-Absicherungen deutlich gestiegen und das bei dünnem Volumen natürlich. Am Montag hatten wir den Handelstag mit dem geringsten Volumen des ganzen Jahres bisher, nämlich was ein vollständiger Handelstag war. Und das ist natürlich dann eine Kombination, die schnelle Bewegungen geradezu evoziert. Aber kommen wir nochmal nach Europa. Wir sehen hier Economic Confidence, also das Vertrauen ist rückläufig. Wir sehen, dass gleichzeitig die Inflationserwartungen der Konsumenten wieder nach oben gehen. Das geht den Amerikanern genauso. Die sehen, oh, Lebensmittel werden wieder teurer. Wir sehen an der Tankstelle, dass die Preise steigen. Deswegen hat die EZB ein Problem. Wir haben heute Spaniens Daten.
gehabt. Am Donnerstag kommen ja dann für die ganze Eurozone die Daten. Donnerstag dann auch aus Frankreich zum Beispiel. Wir sehen also, dass in Spanien und in Deutschland die Inflation wieder gestiegen ist. Okay, die ist nicht viel gestiegen, nämlich beziehungsweise ist höher als erwartet gewesen. Sie ist nicht gestiegen, sie ist von 6,2 auf 6,1% gefallen. 0,3% gestiegen, aber das war mehr als erwartet. Das heißt, die Fed, die EZB, die kann jetzt nicht sagen, naja, wir senken jetzt mal die Zinsen, zumal eben die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie, grundsätzlich hoch bleibt, zwischen 5 und 6%, damit weit über dem 2%-Ziel etwa der EZB. Und woher kommt der Druck? Der kommt aus dem Dienstleistungssektor. Die schwächen sich nicht ab, die Preise, die sind sogar wieder gestiegen. Also aus dem Dienstleistungssektor kommt dieser Inflationsdruck weiterhin. Und all das ist eine sehr, sehr schwierige Situation eben für die EZB und ist so ein bisschen oder untermauert aus meiner Sicht meine These eben, dass die Inflation strukturell hoch ist, dass deswegen die Notenbanken die Zinsen nicht senken können und dann eine Zeitperiode entsteht zwischen immer schwächerer Wirtschaft und dann der Reaktion verspätet darauf der Notenbanken, die ja auch zu spät schon auf die Inflation reagiert haben. Jetzt werden sie zu spät auf die Rezession dann reagieren aus meiner Sicht. Erste Artikelempfehlung, schauen Sie sich diesen Artikel mal an. Das ist ein echtes EZB-Problem jetzt. Schwächere Wirtschaft bei gleichzeitig aber weiter hoher Inflation. Erste Empfehlung. Und was passiert immer, wenn die Inflation hoch ist? Dann kommt die Forderung nach Preisstopps. Die SPD fordert das hier auch in Sachen Mietpreisbremse. In Österreich ist das jetzt beschlossen. Und das ist eben das, wovor man letztendlich warnen muss. Immer mehr staatliche Eingriffe, immer mehr Nebeneffekte, unerwartete diese Eingriffe. Dann wird wieder eingegriffen um die Nebeneffekte und so weiter und so fort. Also die Tendenz hin zu sozialistischen Aktionen, die Wirtschaft noch weiter schwächen. Das ist letztendlich, naja, könnte man sagen, eine Abwärtsspirale, die dann der Fall ist. So, das war der Blick aus der Glaskugel. Jetzt wünsche ich einen schönen Feierabend und sage Servus, ciao.